Und damit herzlich willkommen zum Intro der letzten Konferenz der Bundesliga-Saison 2017-2018. Diese Ansage habe ich vor dem letzten Spieltag auch schon gemacht. Da es 9 Partien sind, ist es schwierig, von allen Spielen wirklich viel zu zeigen. Es gibt einige Begegnungen, wo vielleicht nicht ganz so viel hingeschaltet wird. Nehmt mir das da nicht übel, das hat nichts mit dem Verein zu tun. Es geht hier um Spannungszwecke und ja, wenn irgendwo mehr Tore fallen, dann ist man eben dort auch mehr. Es geht gleich los, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tippt in den Kommentaren gerne mit, was ihr glaubt, wer kommt in die Europa-League-Ränge oder auf die Champions-League-Ränge. Wer steigt ab, wer schafft den Relegationsrang. Aber ihr seid ja da, um die Konferenz zu gucken. Viel Spaß dabei und nehmt's sportlich. Es ist lediglich eine Prognose und hat nichts mit der Realität zu tun. Die 34. und damit letzte Konferenz der Bundesliga-Saison 2017-2018 steht an und es könnte eine historische werden. Nicht nur für die TSG aus Hoffenheim, die sich unmittelbar in die Champions League katapultieren kann, sondern insbesondere was den Abstiegskampf angeht. Der Hamburger Sportverein steht nach über 50 Jahren in der Bundesliga vor dem allerersten Abstieg ins Unterhaus. Aber das ist noch lange hin. 90 Minuten stehen an. Dementsprechend liegt der Fokus ebenso auf Wolfsburg gegen Köln. Wir schalten jetzt erstmal nach Gelsenkirchen, wo es für Frankfurt noch um was geht. Nach dem 3:0 gegen den HSV konnten sie sich eine gute Position herausspielen für diesen letzten Spieltag. Aber sie müssen darauf hoffen, dass sie entweder punkten oder Stuttgart in München unterliegt. Oder Gladbach ebenfalls nicht dreifach punkten kann. Das geht in Europa. Wir gehen jetzt aber erstmal in den Keller. Denn da ist es um einiges dramatischer und spannender. Der Hamburger Sportverein, eben schon angesprochen, steht ganz knapp davor, etwas Historisches und zwar im schlechten Sinne zu erreichen. Borussia Mönchengladbach ist zu Gast. Hätte man vielleicht vor einigen Wochen noch gesagt, ja, der HSV kann diese Truppe gut schlagen, aber die Elf von Dieter Hecking wird das nicht so mit sich machen lassen. Die Minimalchance auf Europa steht noch und die wollen sie sich natürlich nicht entgehen lassen und dementsprechend den HSV damit in die zweite Liga schicken. Wir gehen nach München, da geht's los. Wo der VfB Stuttgart zu Gast ist, der sich ja durch eine herausragende Rückrunde unter Taifun Korkut eine optimale Chance herausgespielt hat, am letzten Spieltag nochmal alles rauszuhauen, um letztendlich doch europäisch spielen zu können. Nach jahrelanger Abstinenz soll es mal wieder für den VfB reichen. Doch der FC Bayern München wird zum Abschluss der Saison, besonders vor den heimischen Fans, nochmal alles geben wollen, alles mobilisieren, um dann mit einem positiven Gefühl ins DFB-Pokalfinale gegen Frankfurt reinstarten zu können. Mit der Champions League hat es ja nicht geklappt. Aber sie scheinen hier motiviert zu sein. Rudi mit dem ersten Abschluss, aber zu ungefährlich. Kein Problem für Ron-Robert Zieler. Und dementsprechend werden wir wohl gleich Tor in Mainz weitergehen. Und zwar nach Mainz, wo jetzt das erste Tor der Konferenz gefallen ist. Der SV Werder Bremen führt mit 1:0 und es könnte kaum schöner sein. Slatko Junusovic in seinem allerletzten Spiel für die Werderaner, für die es ja ebenso wie für Mainz um nichts mehr geht, verabschiedet er sich mit dem schönsten aller Geschenke, die man im Fußball nur so abgeben kann. Und zwar mit einem Treffer. Das geht natürlich zu einfach. Aber von beiden Teams ist in den letzten Wochen einiges an Last abgefallen. Das sah man bei Bremen auch im Spiel gegen Leverkusen, wo sie ein erachtliches 0:0 herausspielen konnten. Und Mainz mit 2 Siegen in Folge gegen Leipzig und gegen Dortmund. Was sie da unter Sandro Schwarz abgeliefert haben, konnte man bislang in der Amtszeit Tor in Sinsheim des Trainers noch nicht vorhersehen. Jetzt gehen wir nach Sinsheim, da ist auch der erste Treffer im europäischen Geläuf gefallen. Hoffenheim führt ganz früh mit 1:0. Andrej Kramaric in der 5. Spielminute markiert er den ersten Treffer
der Partie. Noch ist nichts für Dortmund passiert. Hoffenheim steht noch immer hinter dem BVB, aber wenn es so weitergeht, dann muss sich die Elf von Peter Stöger mächtig warm anziehen, denn das könnte noch richtig ungemütlich werden. Leverkusen braucht jetzt zwar auch noch den ein oder anderen Treffer, aber nichtsdestotrotz wird Dortmund diesen Treffer erstmal mit ziemlichen Bedenken entgegennehmen. Der 1:2 Heimauftritt gegen Mainz konnte einige Fragen nochmal wiederum aufwerfen, wobei es in den Wochen davor wieder zu laufen schien, aber das schien nur ein Trugschluss zu sein. Aber mit Hoffenheim ist eben auch nicht zu spaßen. Wir schauen nochmal auf den Treffer und geben dann weiter in die Hauptstadt. Da ist RB Leipzig zu Gast. Und Leipzig muss immer noch mit einem Auge auf die anderen Plätze schauen. Es steht hier 0:0. Doch auch sie können noch aus den europäischen Rängen rausfliegen. Gänzlich sogar. Also aus der Europa League katapultiert werden. Die theoretische Chance besteht auch noch für die Champions League, aber das ist relativ unrealistisch, denn da müssen schon einige Dinge zusammenkommen. Tor in Leverkusen! Und zwar möglicherweise jetzt schon die erste. Tor in Leverkusen. Gehen wir hin. Der Gast aus Hannover führt Martin Hanig mit dem 1:0 in der 9. Spielminute. Bitter für Leverkusen, denn ein Sieg wäre hier eigentlich schon fast Pflicht. Wenn man sich für die Champions League qualifizieren möchte. Der Ball geht viel zu einfach durch und dann ist Hanig zur Stelle. Arangis kommt mit der Grätsche nicht ran und so steht es jetzt auch schon früh für die Gäste hier. 1:0. Die Hannoveraner schon gerettet am letzten Spieltag endgültig. Spielen hier wirklich engagiert und klasse mit. Sie können ja das Zünglein an der Waage eben sein im Kampf um die Champions League. Wenn sie das hier gewinnen, dann müssen sich Dortmund und Hoffenheim keine Sorgen machen. Tor in Sinsheim! Jetzt gehen wir aber erstmal nach Sinsheim. Da ist das zweite Tor gefallen. Der Ausgleich. Maximilian Philipp in der 10. Spielminute markiert das 1:1 und das ging jetzt für die Sinsheimer etwas zu schnell. Starke Passkombination. Sancho bedient Maximilian Philipp, der dann völlig frei steht und für Oliver Baumann ist da nichts zu halten. Also hier steht es 1:1. Wir geben mal nach Freiburg, wo ja noch die Minimalchance oder das Risiko auf den Abstieg besteht. Ja, zumindest auf den Relegationsplatz, aber dafür muss einiges schieflaufen. Jetzt kommt aber Augsburg und markiert das 0:1. Kommen wir ja gerade rechtzeitig. Alfred Finn Bogason markiert den so bitteren Treffer für Freiburg. Müssen sie jetzt doch nochmal zittern. Das Torverhältnis gegenüber dem des VfL Wolfsburg sieht katastrophal aus. Damit können sie hier nicht punkten. Und wenn der VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln gewinnt und es hier so bleibt, dann droht der Relegationsrang. Wäre auch nicht der Super-GAU, aber das möchte man doch klar verhindern. Zu Hause gegen Augsburg alles in der eigenen Hand und jetzt machen die, für die es um nichts mehr geht, den Führungstreffer. Also bitterer Beginn für Freiburg. Wir geben mal noch eine Station weiter nach Wolfsburg, wo es ja noch brenzliger aussieht. Sie wittern jetzt aber wieder ihre Chance, doch der erste FC Köln startet besser in diese Partie, können befreit aufspielen und beim VfL Wolfsburg schwingt noch so ein bisschen die Angst mit, dass es ja sogar noch auf Platz 17 gehen könnte. Zwar ist der 16. Tabellenrang schon alles andere als zufriedenstellend, aber der Super-GAU soll erstmal abgewendet werden. Jetzt Timo Horn, erstmal Giavogi, kann er was machen, Horn ist wieder im Tor zurück. Und Wolfsburg kommt nicht so recht zu Abschlüssen. Steffen bringt den Ball erstmal rein. Die Situation ist geklärt. Tor in München, wenn ich mich nicht verhört habe. Corentin Tolisso, 15. Spielminute. Der FC Bayern München führt mit 1:0. Und der VfB Stuttgart muss sich eventuell die letzten
Hoffnungen auf die Europa League austreiben. Erst ist Ron-Robert Zieler noch zur Stelle, kann den Ball parieren mit den Füßen. Aber Tolisso kriegt den Ball direkt wieder auf den Spann und haut ihn dann flach unten rein. Also 1:0 für den FC Bayern München, wo es ja nicht mehr um so viel geht. Es soll nachher noch eine schöne Meisterschaftsfeier geben. Aber wir schalten erstmal rüber nach Hamburg. Da ist es ja deutlich dramatischer. Wo der Hamburger Sportverein auch nervös in die Partie startet. Die Fans sind zwar im Rücken durchaus da, aber Borussia Mönchengladbach spielt eben gut auf. Das haben sie in den letzten Wochen immer wieder gezeigt, aber es steht 0:0. Tor in Leverkusen. Und mit einem 1:0 könnte man Druck auf Wolfsburg machen. Wir schauen noch die Aktion hier an, aber wir geben jetzt nach Leverkusen. Der nächste Treffer ist dort gefallen. Leverkusen gleicht aus. Julian Brandt, 17. Spielminute. Die Hoffnung auf die Champions League ist wieder zurück in der Bayer-Arena. Die Leverkusener Fans freuen sich, die in den letzten Wochen auch einiges ertragen mussten. Und dann ist das ein fantastisches Tor von Julian Brandt. Keine Chance für Philipp Schauner. Gegen diesen Winkelschuss ist er machtlos. Schlägt nicht direkt oben rechts rein, aber okay, da kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Hier steht es 1:1. Wir geben mal nach Gelsenkirchen. Da steht der zweite Platz ja schon fest. Ja, und das ist der FC Schalke 04. Ein Riesenerfolg vor dem Rivalen aus Dortmund in der Tabelle zu stehen. Und das schon sicher am 34. Spieltag. Für Frankfurt geht es darum, den 7. Platz jetzt dingfest zu machen. Sie spielen ja auch noch im DFB-Pokalfinale gegen Bayern. Da möchte man auch am besten mit einem vernünftigen Resultat reinstarten. Und jetzt kommen sie hier gut. Danny da Costa auf Sebastian Haller. Das war eine gefährliche Aktion. Aber Fährmann kommt raus und kann dann noch Übleres verhindern. Aber die Gäste kommen wieder. Wir gehen aber nach Berlin, denn da ist ein Tor gefallen. Kein Elfmeter. Jo, ab nach Berlin. Davy Selke mit dem 1:0. Schon derjenige, der im Hinspiel für den nötigen Touch gesorgt hat. Beim 3:2 Erfolg des Hauptstadtclubs gegen die Roten Bullen. Er hat ja eine Vorgeschichte bei RB und das dürfte ihm hier wieder richtig gut schmecken. 23. Spielminute, der Berliner Sportclub ist in Führung und macht damit erstmal den Tabellenplatz Nummer 10 wieder Tor etwas in Sinsheim. Dingfester. Tor in Sinsheim, da geht's ja hoch her. Also ab nach Sinsheim. 2:1, Hoffenheim führt wieder und es ist Kevin Vogt, der mit nach vorne gekommen ist. Und zum erneuten Führungstreffer für die TSG einschieben kann. Sehr offen die Mitte bei Dortmund. Die sind wohl überfordert, dass Kevin Vogt mit vorne ist. Julian Weigel ist dann zu weit weg. Schmelzer steht nur dahinter. Es fallen eben Toprak und Sokratis gelb gesperrt bzw. verletzungsbedingt aus. Und so sieht das in der Verteidigung dementsprechend auch aus. Wir geben mal nach Mainz. Wo Mainz gerade eine sehr gute Möglichkeit hatte, den Ausgleich zu markieren. Pablo de Blasis verzieht. Und Baku fragt sich, warum schiebst du mir den nicht rüber? Es ist eine unterhaltsame Partie bei bestem Wetter. Es geht ja für beide Teams, wie am Anfang schon erwähnt, um die goldene Ananas. Aber beide möchten sich mit einem guten Resultat aus der Affäre ziehen. In einer Saison, in der sich beide mit dem Minimalziel Klassenerhalt zufrieden gegeben haben, was beide jetzt vorzeitig schon erreichen konnten. Werder Bremen schon einen Spieltag vorher durch einen Sieg des HSV wohlgemerkt, die sich ja weiterhin abmühen im Volksparkstadion. Hier ist es ein ganz entspannter Kick, gut anzuschauen. Ein Tor haben wir schon gesehen, jetzt gehen wir nach Freiburg. Wo es für den Sportclub aus Freiburg besser laufen könnte, das 0:1, ist noch nicht der Weltuntergang, da Wolfsburg gegen Köln noch nicht gut vorankommt. Aber der Ausgleichstreffer würde hier wieder für die beruhigten Nerven sorgen. Und ein Treffer würde ja ausreichen. Ein Zähler auf dem Tableau würde alles entscheiden. Und da ist Mike Franz. Da ist Mike Franz! Und wie er da ist! Und ausgerechnet, möchte man ja sagen, Mike Franz. 32. Spielminute. Und der in dieser Saison kaum zum Einsatz kommen konnte,
ist jetzt eventuell derjenige, der für Freiburg den Klassenerhalt sicher macht. Was für ein Treffer, da ist Marvin Hitz völlig chancenlos. Der ist einfach perfekt platziert und schlägt dann am zweiten Pfosten ein. Für den Schweizer Hintermann, der heute sein letztes Spiel für Augsburg verrichten wird, ja nach Dortmund wechselt, ist da nichts zu halten. Also Freiburg gleicht aus, wir geben nach Wolfsburg. Also Stand jetzt für den VfL Wolfsburg geht es nur noch darum, die Relegation zu sichern. So dämlich sich das auch anhört. Und jetzt sieht's bitter aus. Cosiello auf weiter Flur und der macht das 0:1. Wahnsinn! Was für ein Abwehrbock. Christian Clemens gewinnt den Ball und dann schiebt er einfach rüber auf Cosiello. Der läuft da 10, 20 Meter knapp alleine auf Kuhn Kastel zu und markiert das 0:1. Trotzdem, der VfL Wolfsburg noch immer auf Platz 16, aber das könnte in Hamburg, spätestens wenn in der Pause die Ergebnisse klar werden, wieder für Euphorie sorgen. Also der Glaube in Hamburg, auch wenn sie damit überhaupt nichts hier zu tun haben, ist wieder da und der erste FC Köln möchte sich natürlich auch noch mit einem guten Erlebnis aus der Affäre, aus der Liga verabschieden. Also Cosiello mit dem 0:1, wir geben nach Hamburg. Wie ist das Ergebnis dort angekommen oder ist es da überhaupt angekommen? Das Ergebnis ist nicht angekommen, man spricht auf den Rängen zwar miteinander, aber dieses 1:0 ist ja für den HSV nichts wert, wenn man hier nicht selber zu Chancen kommt. Und jetzt ist Kostic da. Bisschen zu spitz der Winkel, Jan Sommer kann den Ball parieren. Der hätte gepasst, Philipp Kostic fast mit dem 1:0 und das hätte hier Emotion freigesetzt. Strafstoß in Mainz, die man lange nicht mehr gesehen hat. Jetzt gehen wir nach Mainz. Stefan Bell mit dem Foulspiel gegen Max Kruse haut ihn da weg. Spielt zwar auch den Ball, aber im Großen und Ganzen geht diese Entscheidung schon in Ordnung. Max Kruse, der Gefaulte, tritt selber an, kann auf 2:0 erhöhen, läuft an und macht super oben links rein. Der Gast aus Bremen führt mit 2:0, schiebt sich damit noch nicht an Augsburg vorbei, aber zumindest punktgleich stehen sie nun da. Der 11. Platz ist ja theoretisch noch drin, könnte für ein paar mehr Groschen in der Tasche sorgen. Wäre vermutlich auch Frank Baumann ganz recht und Thomas Schaaf, der ja in der nächsten Saison wieder einen Posten übernimmt, aber der ist perfekt getreten. Max Kruse mit dem 2:0. Wir geben jetzt, weil es hier eben aus der Tabellensituation kaum spannend ist, zur nächsten Station, wo wir dann eventuell den nächsten Treffer sehen. Schauen wir mal. Ab nach München. Stuttgart kommt gerade per Ecke, aber Sven Ulreich ist da und pariert den Ball. Wir hatten die Möglichkeit, hier das 2:0 zu sehen. Mats Hummels scheitert am gut reagierenden Ron-Robert Zieler, der eine super Saison auch beim VfB Stuttgart spielt. So häufig schon zu Null, das ist sagenhaft, insbesondere für einen Aufsteiger, auch wenn der Aufsteiger kein gewöhnlicher ist aus Cannstatt. Aber wir wollen mal schauen, ob hier was passiert aus diesem Angriff. Wenn nicht, dann geben wir weiter, wo es heißer zur Sache geht, und zwar nach Wolfsburg, wo es ja 0:1 steht. Köln hätte gerade die Möglichkeit gehabt zu erhöhen, der direkte Volley-Schuss von Simon Zoller gehalten von Kuhn Kastels. Doch der VfL Wolfsburg ist momentan komplett von der Rolle, kann sich keine wirklichen Chancen erspielen. Der erste FC Köln riecht die Möglichkeiten, die ihm hier geboten werden, haben eben durch Cosiello schon das 1:0 erzielen können. Die Stimmung in Wolfsburg wird schlechter und schlechter, je näher wir uns zum Halbzeitpfiff bewegen, denn auch sie wissen, ein Treffer jetzt in Hamburg und es würde den Abstieg bedeuten. Hier ist gleich Pause und es wird vermutlich mit diesem 0:1 reingehen. Wo es nicht mit einem 0:1 reingeht wird, ist Schalke. Eventuell. Ganz richtig, denn hier führt die Heimmannschaft. 1:0 für den FC Schalke 04, der hier nochmal den zweiten Platz festigen beziehungsweise bestätigen möchte.
Franco Di Santo, ganz stark macht er das. Bekommt den Kopfball, serviert. Radetzky ist auf dem Weg in die falsche Ecke. Und so steht es dann eben. 1:0 für die Elf von Domenico Tedesco. Man möchte sich von all den Querelen um Max Meyer nichts am Spaß verderben lassen. Und es schaut so aus, als würde es ganz vernünftig klappen. Das Spiel ist nicht überragend. Das Spiel macht nicht sonderlich viel Spaß. Frankfurt muss darauf achten, dass sie nicht noch aus der Euroleague komplett rausfliegen. Aber Stuttgart liegt ja ebenfalls hinten und Gladbach führt auch nicht. Deswegen ist auch für die Eintracht hier zur Pause alles in Ordnung. Wir geben aber nochmal ab, wo noch gespielt wird. Und zwar in Berlin, wo ja standesgemäß erst um 15.33 Uhr angepfiffen wird. Man lässt sich eben gerne Zeit in der Hauptstadt und für die Berliner geht es ja nur noch darum, den 10. Tabellenplatz zu festigen. Sehe ganz gut aus im Endtableau, aber auch jetzt ist hier Halbzeit, weiter geht's. Nochmal nach Sinsheim, da kommt Dortmund, Sancho auf der Reise, Philipp Doppelpack, 2:2, unglaublich. Was für eine Partie, da kommen wir haargenau getimed zu diesem Treffer. Sancho auf weiter Flur und Philipp ist mitgekommen und macht den Doppelpack. Keine Chance für Oliver Baumann, der vergeblich fliegt und das 2:2 nicht verhindern kann. Alleine hier 4 Tore in der Konferenz. Gesamt gesehen 14 Treffer in der ersten Halbzeit. Das lässt sich doch sehen und hoffentlich auch im zweiten Durchgang so fortführen. Aber für Hoffenheim ist noch nichts passiert, da Leverkusen auch momentan nicht über ein Unentschieden hinauskommt. Da steht es ja 1:1 gegen Hannover in der Bay-Arena. Hier steht es also 2:2. Wir geben ab in die Pause und dann geht es hoffentlich in der zweiten Halbzeit spannend weiter in der Europa-Situation und besonders auch im Tabellenkeller. Jo, hier sehen wir die Halbzeitergebnisse. Bayern führt 1:0 gegen Stuttgart, Hoffenheim gegen Dortmund 2:2, Hertha führt 1:0 gegen Leipzig, Freiburg und Augsburg momentan 1:1, Schalke gerade gesehen 1:0 gegen Frankfurt, 1:1 auch in Leverkusen gegen Hannover, Hamburg gegen Gladbach steht noch 0:0, also im Abstiegskampf alles drin, Mainz liegt 0:2 gegen Werder Bremen zurück und Wolfsburg in Not 0:1 gegen Köln, das Stand jetzt noch nichts bedeutet, da der HSV gegen den VfL Borussia Mönchengladbach nicht über dieses Remis hinauskommt. So, hier mache ich nochmal in der Pause kurz Werbung, sozusagen einmal für mich selber, wenn es euch gefällt. Später würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen, wie gesagt, wenn es euch gefällt. Ansonsten kann ich euch auch noch Quotenwilli Sportwetten ans Herz legen. Den kann man sich sehr gut geben und sehr schön anhören, oben in der Infokarte verlinkt. Morgen kommt dann um 14 Uhr die Zusammenfassung von allen Spielen und ja, alle Tore, alle Highlights dazu. Am Freitag dann die Konferenz zur zweiten Bundesliga, wo es ja auch nochmal besonders im Abstiegskampf extrem spannend geworden ist. So, aber jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Gute Unterhaltung noch und ja, viele Tore. Zurück in der Konferenz, wo wir uns nochmal den Treffer von Bayern anschauen. Corentin Tolisso erzielt hier, stand jetzt das Tor des Tages. Dieses Spiel gab es ja schon vor einigen Jahren am letzten Spieltag. Da konnte Bayern durch einen späten Treffer von Pizarro, wenn mich nicht alles täuscht, gewinnen. Hier war es schon deutlich früher, aber der VfB Stuttgart ist gut in der Partie. Taifun Korkuts 11 super eingestellt, auch wenn die Europa League momentan in weite Ferne gerückt ist. Gehen hier aber gleich vorne drauf und es gibt direkt mal einen Eckstoß. Rafinha, der Verursacher. Hier sehen wir Sven Ulreich, den Ex-Stuttgarter, der eine super Saison für den FC Bayern München gespielt hat. Und trotzdem wird ihm die Szene aus dem Champions League-Halbfinale gegen Real Madrid noch lange hinterherhängen. Wir schauen auf den Eckstoß von Erik Tommy, reingebracht. Da ist Gomez, der Doppeltorschütze vom Spiel gegen Hoffenheim. Gibt sogar den Abschluss von Gentner. Dann steht Kaminski aber im Abseits. Richtig gesehen, deutliche Aktion. Also hier steht es 1:0. Mit den ersten Eindrücken aus der Allianz Arena geben wir eine Station weiter. Hannover hatte gerade eine gute Möglichkeit, hier auf 2:1 zu stellen.
Leverkusen kommt nicht richtig in diese Partie rein. Es steht 1:1. Aber schon beim 0:1 war zu sehen, dass da hinten keine komplett feste Abwehrmannschaft, die ohne Probleme auch mal zu Null spielen kann, auf dem Rasen steht. Auch wenn es gegen Bremen geklappt hat. Und jetzt sind sie offensiv etwas unterwegs. Kießling zur Halbzeit gekommen, vergibt die Chance, beziehungsweise wird abgewehrt. Wir schauen hier nochmal den Kopfball von Hanik an. Und Schauner lässt sich Ewigkeiten Zeit und dementsprechend können wir mal eine Station weitergehen, wo es vielleicht etwas schneller zur Sache geht. Philipp Kostic kommt hier gerade mit einer guten Möglichkeit daher, die er etwas fahrlässig liegen lässt, beziehungsweise wo mehr drin gewesen wäre. Wood wäre im Strafraum gewesen, da hätte Philipp Kostic den Ball eventuell ablegen können, aber so gibt es eben Torwartabstoß von Jan Sommer, der Posten Tor in Sinsheim. Tor in Sinsheim, wir schauen noch drauf, kann Nikolai Müller hier was machen? Nein, Wendt ist dazwischen, ab nach Sinsheim. Es geht hier weiter wie im ersten Durchgang, der nächste Treffer, das nächste Zuckerstück und das nächste Zuckerstück insbesondere für Maximilian Philipp, der hier einen Dreierpack markiert, von Götze bedient. Akpoguma ist zu weit weg. Oliver Baumann ist mal wieder ohne Chance. Und es scheint hier so torreich weiterzugehen, wie schon eben im ersten Abschnitt dieser Partie. Also, Hoffenheim muss jetzt wieder einen Punkt holen, da Leverkusen ein Zähler voraus ist. Aber wir geben eine Station weiter. Nach Freiburg, wo man momentan im Breisgau gut leben kann mit diesem Resultat und das am Ende auch nehmen würde. Tim Kleindienst auf Petersen, so ein 2:1 würde auch nochmal andere Kräfte freisetzen und besonders auch Beruhigung bei den Nerven von den Fans und insbesondere von Christian Streich bringen. Ist aber noch nicht gewährleistet, da Augsburg leidenschaftlich verteidigt und auch nicht diese Partie herzuschenken scheint. Der VfL Wolfsburg ist jetzt auch aufgewacht. Entschuldigung, dass wir hier rübergehen, aber sie haben gerade eine gute Phase. Spielen gut nach vorne, kommen noch nicht zu Möglichkeiten. Udoukay, der gegen Leipzig einen rabenschwarzen Tag mal wieder erwischt hat, steht hier vorne dabei, ist aber nicht in der Lage, den Ball aufs Tor zu bringen. Es reicht ja ein Treffer, aber der muss auch erstmal geschossen werden. Timo Horn ebenso wie seine komplette Abwehrmannschaft. Die hauen sich in alles rein. Und so steht es dann eben 0:1 nach einer knappen gespielten Stunde. Aber weiterhin gilt es ja, wenn der HSV keinen Treffer macht, dann reicht auch dieses 0:1. Aber darauf möchte man sich bei den Wölfen sicherlich nicht ausruhen. Denn auf den HSV muss man immer zählen. Auf den HSV muss man immer achten. Denn die sind da, wenn man nicht mehr an sie glaubt. Es steht hier weiterhin 0:1. Wir geben jetzt eine Station weiter eben nach Gelsenkirchen, wo sich in der zweiten Halbzeit noch keine Chance aufgetan hat. Frankfurt ist bemüht. Frankfurt versucht es, haut alles rein, aber es kommt kein Abschluss zustande. Eine doch sehr beschauliche Partie auf mäßigem Bundesliga-Niveau, wenn überhaupt. Tor in Sinsheim! Tor in Sinsheim, ja, die können davon gar nicht genug bekommen. Schauen wir hin. 2:4, jetzt wird es für Hoffenheim bitter. Und jetzt müssen sie eventuell auf Hannover 96 hoffen. Denn André Schürrle hat per Kopf das 2:4 erzielt. Wunderbare Flanke von der rechten Seite. Schürrle kommt zu einfach zum Kopfball. Und für Kader Rabeck, ja, der ist dann eben zu weit entfernt. Oliver Baumann ist chancenlos. Es steht hier 2:4. Eine wahnsinnige Partie. Wir geben aber eine Station weiter, wo noch nicht ganz so viele Tore gefallen sind. Damit wären wir in Mainz, wo wir aber immerhin schon 2 sehen konnten. Und zwar beide im ersten Durchgang. Max Kruse per Elfmeter zum 2:0. Junuzovic per Rechtsschuss. Tor in Leverkusen. In der dritten Minute Tor in Leverkusen. Na, da ist was los. Leverkusen führt und schiebt sich damit
weiterhin eben vor die TSG. Wichtiger Treffer, denn jetzt muss Hoffenheim ebenfalls gewinnen, um den Platz, auf dem sie vor dem Spieltag noch standen, zu verteidigen. Ein traumhafter Treffer von Lucas Alario, der auch eine schwierige Spielzeit hat, im Derby eine rote Karte gesehen hat. Und jetzt hämmert er den oben links rein. Wunderschön, ebenso schon wie der Treffer von Julian Brandt. Also 2:1 für Leverkusen. Wir schauen mal wieder in die Hauptstadt. Da führt ebenfalls die Heimmannschaft. Durch einen Treffer von Davy Selke, der hier fast das 2:0 hätte machen können. Nur am Pfosten scheitert. Und Leipzig kommt nicht zurecht in dieser Partie. Aber weil Frankfurt, Stuttgart und Gladbach auch nicht jeweils in Führung sind, kann Leipzig mit diesem 1:0 Stand jetzt auch noch leben. Aber sie sind bemüht, einen Treffer zu erzielen. Hier ist es aber zu langweilig. Wir geben mal weiter. Wo es deutlich spannender und dramatischer ist. Super Chance für den HSV. Bobby Wood mit der Doppelmöglichkeit zu treffen. Aber er ist eben kein Torjäger in dieser Saison. Nur per Strafstoß in der Rückrunde gegen Wolfsburg erfolgreich gewesen. Ekdal klärt erstmal den Ball aus der Gefahrenzone. Es sind noch 20 Minuten zu gehen. Es läuft eigentlich wieder für den HSV. Sie müssen nur jetzt selber treffen. Ansonsten hilft auch das 1:0 von Köln beim VfL nichts. Sie sind bemüht. Die Chancen eben haben sie gesehen. Die sind da. Doch Gladbach ebenfalls bemüht um einen Treffer für die Europa League Chancen. Die Stand jetzt durch die anderen Ergebnisse durchaus da wären. Pollersbeck pariert den Ball. Die Situation noch nicht geklärt. Hofmann macht die nochmal heiß. Grifo auf Kramer. Raphael und wieder Pollersbeck. Also jetzt auch Doppelchance der Fohlenelf. Und Pollersbeck ist zur richtigen Zeit. Tor in Freiburg. Oh, Tor in Freiburg. Auch interessant für den Abstiegskampf. Gehen wir hin. Die Gäste führen. Chauwe Leo mit dem 1:2. Und es könnte doch nochmal spannend werden für Freiburg. Jetzt müssen sie sich darauf verlassen, dass der VfL das Spiel gegen Köln nicht dreht. Muss man dazu sagen, das ist momentan sehr unwahrscheinlich, dass sie noch 2 Treffer erzielen können. Und der Innenverteidiger macht hier das 1:2. Der SC Freiburg würde es gerne selber aus eigener Kraft machen. Jetzt müssen sie sich erstmal auf eben die Geißböcke verlassen, die ja momentan auch noch mitspielen. Also Augsburg führt mit 2:1. Wir schalten eine Station weiter. Und landen eben in Wolfsburg. Die laufen diesem 0:1 hinterher, kommen jetzt eventuell zu einer Möglichkeit. Aber Risse läuft den Ball erstmal ab und kann ihn auch klären. Eine bedauerliche für die Fans insbesondere Leistung des Wolfsburger VfL. Das ist keine Bundesliga-taugliche Partie, die sie hier spielen. Und dementsprechend geht dieses 0:1 auch in Tor Ordnung in Sinsheim. Gegen 18. Platz, der schon feststeht. Tor in Sinsheim. Es hört nicht auf. Es hört vor allem nicht für die TSG auf. 2:5 der Treffer. Die Goal Control zeigt es noch, aber das ist ganz klar. Der Ball kullert jetzt noch hinter die Linie. Es steht 5:2. Das muss man sich mal vor Augen halten. Die Elf von Julian Nagelsmann ist bemüht. Hat noch mehr nach vorne geworfen nach dem 2:4 und wird jetzt bitterböse dafür bestraft. Das ist deutlich zu hoch und insbesondere weil Leverkusen aufführt, umso bitterer. Denn Stand jetzt wären sie nur in der Europa League, was nicht der Anspruch vor diesem Spieltag sicherlich gewesen ist. Sie kommen aber wieder Kader Rabeck über die rechte Seite, auch relativ frei. Perfekter Ball auf Marc Uth. 3:5. Es hört hier schlicht und ergreifend niemand mit dem Angreifen auf und niemand mit dem schwachen Verteidigen. Das geht von beiden Seiten aus. 8 Tore in dieser Partie. Marc Uth verabschiedet sich mit einem Treffer von den heimischen Fans. Tor in Hamburg. Geht ja nach Gelsenkirchen und jetzt Tor in Hamburg. Historisch oder die letzte Hoffnung?
Philipp Kostic, ausgerechnet Philipp Kostic, macht das 1:0 für den HSV. 79. Spielminute, der Pechvogel dieser Saison. Vergebene Strafstöße und Großchancen wurden ihm angelastet, zu Recht. Und jetzt hämmert er den Ball mit allem, was er hat, mit der Qualität, die man so lange vermisst hat, die mitunter in den vergangenen Spielen aufblitzen konnte. Lässt Jan Sommer chancenlos zurück. Und es sind jetzt noch 11 Minuten zu spielen. Stand jetzt wäre der HSV auf Platz 16 und der VfL Wolfsburg direkt abgestiegen. Es hätte wohl niemand mehr gedacht. Wobei dem HSV, wie schon vorhin erwähnt, ist alles zuzutrauen. Und jetzt spielt auch noch Köln bzw. der VfL Wolfsburg mit. Das 1:0 müssen sie jetzt mit allem, was sie haben, verteidigen. Das dürfte schwer genug werden. Gladbach wird alles nach vorne werfen, zumindest ein Treffer noch zu erzielen. Jetzt ist es aber erstmal Tor in München. Abseitssituation, Tor nach München. Gehen wir hin. Die Entscheidung, Sandro Wagner mit dem 2:0 in der 81. Spielminute. Der Deckel ist drauf, da setzt er sich im Sprintduell, wenn man das bei ihm so nennen kann, durch. Gentner, der von vorne bis hinten durchgelaufen ist, um alles zu versuchen, hat auch keine Luft mehr, nach über 80 gespielten Minuten da hinterher zu kommen. Und so steht es hier 2:0 für Bayern. Hier ist alles entschieden. Wir geben nach Wolfsburg. Wie gehen die mit dem 1:0 für den HSV um? Es wird unruhiger im Stadion. Es wurde auf der Anzeigentafel noch nicht klar kommuniziert, dass es in Hamburg 1:0 steht. Aber das wird man auf den Rängen so oder so mitbekommen. Die Stimmung schon das ganze Spiel über sehr unbehaglich und nicht wirklich gut. Aber ein Treffer reicht, um hier alles umzukippen. Die Stimmung auf den Höhepunkt zu versetzen. Paul Verhaag mit der Flanke. Brekalo verschlammt diese Chance. Wir werfen nochmal ein Auge drauf und geben dann nach Gelsenkirchen, wo es nach wie vor 1:0 steht. Frankfurt läuft an und will unbedingt den Ausgleich gegen den Vizemeister vom FC Schalke 04. Aber die lassen momentan nichts anbrennen. Es gab in der zweiten Halbzeit gar keine einzige Torchance, die man wirklich auf den Zettel schreiben könnte. Zaghafte Annäherungsversuche, mehr aber auch nicht. Und den Vorwurf muss sich Frankfurt gefallen lassen, nicht genug eventuell getan zu haben, um aus eigener Kraft den 7. Platz zu verteidigen. Stand jetzt würde es klappen, trotz der drohenden Niederlage. Piazza haut drauf. Unten links wollte er den Ball platzieren. Radetzky ist aber schnell genug unten. Wir geben nach Hamburg, wo es ja dramatisch wird. Gerade die Mega-Chance für Gladbach und Pollersbeck scheint hier zum Helden zu mutieren. Sie sehen oben rechts die Endergebnisse, die eintrudeln. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Gladbach wirft alles nach vorne. 2 Minuten noch knapp auf der Uhr. Jetzt müssen sie aber auch alles nach vorne werfen. Für den HSV geht es um nichts anderes als die Existenz. Der helle Wahnsinn. Aber Gladbach bekommt den Ball vorne einfach nicht rein. Fehlpass. Douglas Santos bringt den Ball aus der Gefahrenzone. Das Spiel ist aus. Nochmal nach Wolfsburg. Die Riesenchance. Die Divock Origi. Die Saison ist VfL in einem kurzen Wiederholungsclip. Und die Kölner kommen nochmal. Tirode auf dem Weg nach vorne. Verhaag kriegt den Ball nicht geklärt. Simon Zoller. Castils hat den Ball. Jetzt muss der Ball auch eben schnell wieder nach vorne gebracht werden. Sie hören den Unmut der Fans. Die Partie ist aus. Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Wolfsburg verliert 0:1 und verliert damit die Erstklassigkeit, da der HSV mit 1:0 gewinnen konnte. Das Unmögliche ist noch möglich gemacht worden. Der erste FC Köln rettet nicht sich, aber rettet erstmal den HSV, zumindest in die Relegation, ab in den Volkspark. Die Erleichterung ist groß, aber
Es ist noch nichts erreicht. Der 16. Tabellenplatz bringt erstmal ein paar ruhige Stunden zum Schlafen, aber die dürften dennoch sehr turbulent werden. Philipp Kostic in der 79. Spielminute mit dem Golden Goal, so muss man es ja fast benennen. Der HSV rettet sich zum dritten Mal in den letzten Jahren in die Relegation. Das war die Konferenz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also, hier seht ihr nochmal alle Ergebnisse der Prognose in der Übersicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Tippt in den Kommentaren auf jeden Fall gerne mit, was glaubt ihr, wer rettet sich, wer steigt ab, wer kommt in die europäischen Ränge. Naja, morgen kommt dann noch die Zusammenfassung mit alle Spiele, alle Tore, also die Spiele nochmal mit den Highlights. Wenn jetzt von ein paar Spielen nicht so viel gezeigt wurde, ich habe es ja am Anfang gesagt, liegt eben daran, dass es so viele verschiedene Partien gibt, die auch gezeigt werden müssen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß jetzt mit dem letzten Bundesliga-Spieltag. Wir sehen uns morgen mit der Prognose zu der ersten Liga oder am Freitag mit der Konferenz der zweiten Bundesliga. Bis dann und ciao.